Gute Nachrichten, Sie können Ihr Auto im Prinzip morgen in die Schrottpresse werfen, denn ab sofort beginnt hier das goldene Zeitalter der Deutschen Bahn. Ja, ja. Der Bund spendiert in den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden für Ausbau und Modernisierung unseres deutschen Zugnetzes. Das ist zwar immer noch viel zu wenig, aber doch ein Schritt in die richtige Richtung. Und nächstes Jahr wird dann die Mehrwertsteuer auf Zugtickets gesenkt, wenn die billiger. Höchste Zeit, findet dieser Kunde. Preise wie ein Puff. Preise wie ein Puff. Hallo? Also, Deutsche Bahn und Puff kann man gar nicht vergleichen. Im Puff kommt wenigstens einer. Entschuldigung, ja. Dieses Jahr, wenn wir mal kurz zu den Fakten kommen, dieses Jahr kam fast ein Viertel der Fernzüge zu spät. Die Bahn schiebt einen Investitionsstau von 57 Milliarden vor sich her und es fehlt ohne Ende Personal. Oder in den Worten unseres Verkehrsministers. Wow, Bahnfahren ist mega. Egal, was der Mann sagt, ich muss immer lachen. Das ist wirklich, ja. Dabei ist er gar nicht lustig. Am Montag hat seine Megabahn mit Finanzchef Doll schon wieder einen Vorstand gefeuert. Den 5. in 4 Jahren. Mit der üblichen Millionenabfindung natürlich. Wegen der geplanten Preissenkung rechnet die Bahn mit 5 Millionen neuen Kunden. Wie soll das denn funktionieren? Die fahren doch jetzt schon am Limit. Teilweise doch, und das ist kein Witz, mit Technik aus der Kaiserzeit. Ja, vom Personalmangel mal ganz zu schweigen. Da müssen 100.000 Stellen in den nächsten Jahren neu besetzt werden. Wenn Sie schon immer Lokführer werden wollten, jetzt wäre die Gelegenheit. Auch Stefan Froschermeier fährt hier ohne Bezahlung. Eigentlich ist er Arzt und führt eine urologische Praxis. Warum? Ja, aber wenn ich drüber nachdenke, macht es ja auch Sinn. Als Urologe kennt er sich natürlich aus mit vergammelten alten Tunneln. So ein Lauf heute, Wahnsinn. So, vieles deutet darauf hin, dass die Deutsche Bahn Sachen absichtlich verfallen lässt, bis nur noch ein Neubau hilft. Denn für den ist der Bund zuständig und damit wir Steuerzahler. Entsprechend deprimieren übrigens auch die Bilanz des Güterverkehrs. Auf der Schiene fahren aktuell nur noch 19% unserer Güter, 72% auf der Straße. Ist doch Wahnsinn. Müsste da der Staat nicht mal eingreifen? Macht er ja. Von 2010 bis 2017 sind die Mautgebühren für Lastwagen um 20% gesunken. Die Trassenpreise für die Bahn dagegen um 18% gestiegen. Cool. Klimaschutz mal anders. Nämlich gar nicht. Die Bahntochter Schenker betreibt 2700 Güterzüge, aber 34.600 Laster. What? Ja. In vielen Nachbarländern gibt es zum Teil eigene Trassen für den Güterverkehr. Bei uns in Deutschland müssen sie sich das mit den Personenzügen teilen und ständig warten. Teilweise tagelang. Ich bin Lokführer im Güterzugverkehr und ich fahre gleich einen Zug, der 5 Tage Verspätung hat. Deswegen muss ich nach Biblis, aber Sie sehen ja. Und wie kommen Sie jetzt von hier weg? Ja, weiß ich nicht. Ja, Kinder, der lebt da jetzt an dem Bahnhof. Als Penner. Wegen ihrer Langsamkeit nennt man die DB Cargo, in Frankreich auch DBS Cargo. Wegen. Egal, heute ist wirklich schlimm. So. Der Anfang vom Elend der Deutschen Bahn war in jedem Fall die Privatisierung 1994. Seitdem ist der Laden nämlich per Gesetz gezwungen, Gewinn zu machen und hat sich viel zu lange kaputt gespart. Wir schalten mal live an einen stillgelegten Bahnhof in Sachsen-Anhalt zu Valerie Niehaus von der Presseabteilung der Bahn. Sie führt heute durch die Feierstunde 25 Jahre Privatisierung. Ich denke, wir hören mal rein. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass es doch so viele Pressevertreter zu unserem kleinen Event geschafft haben. Ich nehme stark an mit dem Auto. Ja, wir wollen mit dieser Feierstunde mal an das Jahr 94 erinnern. Ohne das der heutige Bahnstandard gar nicht denkbar wäre, in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Aktuelle Zahl. Seit 1994 haben wir 6.100 Kilometer Schiene in Deutschland stillgelegt. Das entspricht fast der Hälfte unseres Autobahnnetzes. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Was genau feiern wir da jetzt? Naja, einen Imagewechsel. Deutschland galt immer als langweiliger Streber Europas. Jetzt sind wir offiziell das Nadelöhr und der Bremser des Kontinents. Beispiel: die neue Güterverkehrsstrecke von Italien nach Skandinavien.
Österreich und Italien bauen dafür einen gewaltigen Tunnel durch die Alpen, sind sogar im Zeitplan. Der Brenner Basistunnel soll 2027 fertig sein. Die Gleise in Deutschland wird es frühestens 2038 geben. Ja, ich sag das nochmal, weil es so lustig ist. Die Italiener sind im Zeitplan. Wir kriegen's nicht hin. Dazu jetzt ein offizielles Grußwort des italienischen Verkehrsministers. Tedeschi, cazzo mio! Non puoi fare nulla! Stronzi! Ja, er gratuliert uns herzlich zum Jubiläum und wünscht weiterhin viel Erfolg. Übrigens, dieselbe Peinlichkeit auf der Strecke Genua-Rotterdam. Auch da halten wir Deutschen den kompletten Laden auf. Was sagt man dazu? In Europa sind wir auch auf der Schiene einzigartig. Ja, ja, ja. Das ist Zeugnisdeutsch. Man sagt nicht mehr, das Kind ist doof und faul, sondern es ist irgendwie einzigartig. Ja, gibt's noch Fragen? Ja, noch mal genau dieselbe. Was feiern wir da? Habe ich doch erklärt. Ein neues Image. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Zug ausgehen. So, und nun spielt, um unsere Rolle als Bremsklotz Europas zu feiern, das brutal zusammengesparte Bahnorchester die Europahymne. Bitte sehr. Beide schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Ja, reicht's. Valerie Nihaus, vielen Dank. Dankeschön. Guten Tag. Könnte ich Sie für ein Abo des Heute-Show-YouTube-Kanals begeistern? Schließt gefälligst ein Abo ab. Sofort.